Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Vor uns steht Lord Hagen, den wir von Gothic 2 kennen. Was? Nein, ach falsch. Das ist wahrscheinlich sein Nachfahre. Na Spaß. Der Hagen hier, der ist, dürfte ein entflohener oder ein davongelaufener Schuft sein. Der hat da ja, glaube ich, Berserker waren's, umgenietet und ist zu den Klerikern gelaufen mit zwei anderen Burschen und ich glaube mit dem Rehm jetzt mal. Wenn du bei mir bist, um zu trainieren, dann vergiss die Idee ganz schnell wieder. Und wenn ich dich hier mit gezogener Waffe herumlaufen sehe, mache ich kurzen Prozess mit dir, verstanden? Das Recht hier zu trainieren musst du dir erst verdienen, Rekrut. Ja, ich weiß mich durchaus zum Verteidigen, du Rekrut. Warum geht das nicht? Ich bin kein Rekrut. Zu Befehl. Meh? Zu Befehl. So will ich das hören. Du gefällst mir, Kleiner. Ja, danke. Gleichfalls. Na. Wie steht es um euren Kampf gegen die Alps? Wie kann ich hier trainieren? Du bist also der Kampfausbilder. Was weißt du über den Elix-Handel hier im Hort? Wie kann ich mir hier etwas dazu verdienen? Und Ende. Ja, fürs Ende ist noch zu früh, wir haben gerade erst den Part gestartet. So, also, fangen wir halt von oben nach unten an, so wie immer. Wie steht es um euren Kampf gegen die Alps? Schlecht. Wir haben viele gute Männer draußen verloren. Nur Judikator Ulbrichts genialer Kriegsstrategie ist es zu verdanken, dass der Hort noch nicht von unseren Feinden überrannt worden ist. Ja, überrennen. Wie kann ich hier trainieren? Zuerst einmal musst du mindestens den Rang eines Akolyten bei uns bekleiden. Und selbst dann wartest du, bis ich dich auffordere, mit einem von uns zu trainieren. Wer hier einfach anfängt herumzuschießen, der lebt nicht lange. Waffen sind kein Spielzeug, Rekrut. Wer war's? Das ist mir jetzt aber neu. Wenn du die Amerikaner fragst, die sehen das ein bisschen anders. Was? Du bist also auf der Kampfausbilder. Richtig. Das Training, das ich verlange, beschränkt sich nicht auf rein körperliche Kraft. Auch die Kraft des Geistes und der Wille für Kalan zu sterben stehen bei mir im Vordergrund. Nur die reinsten, stärksten und klügsten dürfen sich meinem Training unterziehen. Seit dieser verdammte Meteor herunterkam und das Elex mitbrachte, gibt es auf dieser Welt Krieg. Wir sind diejenigen, die ihn beenden werden. Vergiss das niemals. Jawohl. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, ich habe mich vertan damals bei der Synchronstimme. Ich glaube, die Synchronstimme hier gehört Lee, glaube ich, ne? Von Gothic. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und die andere, die ich für Lee gehalten habe, ist, glaube ich, Torloff gewesen. Ich tue die beiden gern verwechseln. Ich mag das. Ich mag das, wenn so ein, wie soll ich sagen, von selben Entwicklern des Spiels die Synchronstimmen wieder eingesetzt werden. Ich mag sowas. Echt. Finde ich cool. Man fühlt sich da immer irgendwie verbunden zu den Spielen eben. Du sagst, du bist ein Regent. Ganz richtig. Nur ein Regent darf eine Rüstung wie meine tragen. Wir Regenten sind aber nicht nur Krieger Kalans mit besonderen Fähigkeiten. Wir sind auch Forscher, immer auf der Suche nach neuen Einsatzmöglichkeiten für Elex. Aha. Wie kann ich ein Regent werden? Warte, du meinst das ernst? Ja. Also, zuerst musst du zu Judikator Reinhold gehen und beweisen, dass du ein würdiges Mitglied der Kleriker sein kannst. Falls er dich anerkennt, wirst du zuerst einmal nur ein einfacher Akolyt. Wir haben verschiedene Ränge hier und niemand, egal was er getan hat, wird einen überspringen. Wenn du es tatsächlich schaffen solltest, ein Akolyt zu werden, dann erst kannst du vielleicht zu einem Legaten aufsteigen. Und nur Legaten sind überhaupt berechtigt, zu einem Regenten, wie ich einer bin, befördert zu werden. Aha. Du siehst, du hast eine weite Reise vor dir, wenn du meinen Rang möchtest. Unsere Reise ist jetzt schon verdammt lang. Wir haben jetzt schon bald 100 Parts und haben uns selber noch jemanden angeschlossen. Ja, was weißt du über den Elex-Handel hier im Hort?
Damit habe ich nichts zu tun. Und ich möchte auch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Frag mich also nie wieder danach, verstanden? Jawohl, Sir. Wie kann ich mir hier etwas dazu verdienen? Wir werden schon seit einiger Zeit von Mutanten angegriffen. Sie scheinen irgendwo aus dem Norden oder Nordosten zu kommen. Ich habe bereits einen Trupp Männer dorthin geschickt, aber sie sind nicht zurückgekommen. Oje. Wenn du für mich dorthin gehst und herausfindest, wo die Mutanten herkommen, werde ich dich angemessen bezahlen. Ja, danke. Halt die Splitter schon mal bereit. Deine Mutanten sind so gut wie erledigt. Wie gesagt, ich habe bereits einen Trupp Kleriker dorthin geschickt, aber sie sind nicht zurückgekommen. Die kennen nichts. Ich werde dir ihre Koordinaten geben. Das ist nett. Geh dorthin, finde heraus, was die ganzen Mutanten so nah an den Hort lockt und dann komm wieder zu mir. Das ist dein Aftershave. Ja, definitiv. Zeig mir deine Ware. Okay. Ein Zepter. Mit der Kraft des Mondes werde ich euch bestrafen. Jawohl. Nein, Kalans Hammer. Echten dürften wir führen dürfen können. Aber oh, das klumpert ist so teuer, ne? Ja, ja. Was haben wir eigentlich an? Kann ich das einsehen? Ja, beim Verkauf wahrscheinlich, ne? Können wir das Klumpschuh führen? Nein. Na, da geht noch gar nichts. Nichts geht da. Aber was haben wir auch? Die Axt. 34, 35 Stärke. Schaden 32. Ja, ganz ehrlich, der Hammer ist schon geklumpert. Oder? Wenn man jetzt den Hammer sieht, da brauchst du echt viel mehr Stärke. Und macht einen Schaden mehr. Nahkampfwaffen plus 10%. Moment, kann das unsere Axt auch? Das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ah ja, das kann sie auch. Okay, das ist wurscht dann. Können wir unsere Axt behalten. Die Handgranaten behalte ich auch noch. Was hätte denn sonst noch für uns Tolles? Rezept Knochenmarkbrühe. lecker. Was kann die denn? Was könnte die denn? Eine köstliche Brühe. Mahlzeit. Gesundheit. Boah, die heilt gar nicht schlecht. Ich glaube, das kaufen wir uns. Kostet nur 95. Splitter. Das nehmen wir mal mit. Man kann ja nicht genug Rezepte haben. Aber ich glaube, den Rest können wir stehen lassen. Energieschild. Wäre der besser? Ach, wieder so klumpert. Kostet wieder ein Vermögen. Das ist wieder ein Schild, den wir tragen. Plasma-Gwerdl. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Na, ich glaube, das passt schon so. Die Firma dankt. Handel akzeptieren. Katsching. So, jetzt können wir die nächste Bleachen kochen. Das ist super. Und mir... Ich will da raus. Nur wie ist die Frage? Wie komme ich da jetzt weg? Ich verlaufe mich sicher noch 20 Mal. Das ist ganz normal hier. Ich glaube nicht, dass wir rauf hätten müssen. Da oben sind scheinbar Schlafquartiere. Ja, ich habe den Ausgang gefunden. Wahnsinn. Okay, gut. Questbedingt, wo mischen wir denn hin? Das war nur der Herr Dietrich, genau. Ursache und Wirkung. Das war der Herr Hagen, genau. Lieferant, da haben wir Dietrich. Also. Du heiliges Kanonenrohr. Okay, darunter. Wir werden uns dann gleich dahin porten, glaube ich. Und marschieren wir mal runter, ne? Ich hoffe, dass wir das überleben tun. Werden wir sehen. Wir haben ja unseren Ray dabei, der wird uns schon helfen. Hoffentlich. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Nein, der war ein bisschen angry. Ja. Gut. Kann man darüber? Ja, schaut nach einer Brücke aus. Jawohl. Sehr gut. Boah, bin ich froh. Ha? Servus. Irgendwas hat er gerade gegrummelt.
Es ludelt Lava, wie schön. Ja. Naja. Können wir jetzt Obsidian machen, theoretisch, wenn man das Wasser mit dem verbindet? Na, muss Magma sein, glaube ich, gell? Damit das klappt. Egal. Bist du? Ja, kleines Heilkraut. Komm in unsere Tasche. Okay, wir müssen, ich glaube, darüber. Oh je. Achso, mei, jetzt habe ich mich von dem Kampfroboter geschreckt. Du bist ja nicht nett. Ich mach das. Er ist nicht nett. Ich habe gedacht, das ist ein Freund. So ein kleriger Roboter. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich bin bald hin. Ah! Das wurde ja nett. Scheiße. Ich habe gedacht, das ist ein Freund. Aber der ist nett. Du bist ein Arschroboter. Hilfe. Ist er weg? Geh weg! Alter, 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 ich muss schlafen gehen. So ein Dreck. Ich hab gedacht, der ist nett. Da war ja auch so rot wie der Kleriker-Roboter. Ey, der schießt mich weg. So eine Sau. Was? Noch mehr Angreifer? Ich will nicht. Ich will nur schlafen gehen. Geht's alle weg? Geht's alle weg? Normal? Alter, mir trifft gerade der Schlag. So, ich gehe mal schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Gute Nacht, ihr Lieben. Alter, ich hab gedacht, der ist nett. Aber ich glaube, besiegen können wir den noch nicht, oder? Alter Schalter. Na, unglaublich. So, wie kommen wir jetzt dorthin, wo wir hin sollen? Das ist die Frage. Brauchbares in den Trümmern hier. Ja. In der Tat. Halt, Viech. Komm her, Viech. Ich muss stärker werden. Viech, au. Ich schlaf's Maul, ne? Ist klar. So. Mist, Viech. Wegfliegen. Ray, du bist dran. Komm her, Viech. Hallo. Ich triff dich gar nichts. Ist eh normal, ne? Zack, 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 zack und quer. Wusch und auf den Deckel. Hui, ich muss weg. Dann kriege ich noch ein Watschen und dann bin ich hin. Ray, du darfst. Na? Ja! So muss das ausschauen. Bravo! Geht ja. Ich glaube, ich kann schon wieder schlafen gehen. Alter, ich habe jetzt fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Viech uns angreifen tut, ehrlich. Hätte ich echt nicht gedacht. Boah, so, ich wollte was essen. Ich esse wirklich was. Und ich glaube, ich nehme ein kleines Heiltrankerl. So, ich glaube, das geht fürs Erste. Jesus und Maria, kann man echt nur so sagen. Ich bin, glaube ich, in der falschen Richtung unterwegs. Ich muss darüber. Nur wie weiche ich jetzt das Saufviech aus? Echt? Wir könnten aber noch schauen, ob es irgendwo Viecher gibt, die wir klatschen könnten. Aber es schaut sauber aus. War scheinbar nur das eine. Bist du eine Blume zum Mitnehmen? Du schaust verdächtig aus. Aha, da spürst du komische Musik. Ah, da vorne lebt was. Schau mal. Wir tun einmal speichern. Das ist das Beste, was wir können. So, ja bitte. Jetzt haben wir schon ein paar Erfahrungspunkte gekriegt. Das will ich nicht vergeuden. Na, Viech. Wie gesagt, wir müssen die leider klatschen. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Ja, ja. Ah, rein ins Kreuz. Und geht sie quer aus? Na, nichts mehr. Au! Mist, Viech. Ah, der erste schon mal hin. Und der zweite. Ja. So. Und ein schönes Schupfele. Wumm. Naja, hat nichts gebracht. Super. Ray, hau drauf! Ah, wie das Viech geschickt ausweichen kann. Unglaublich. Viel besser als ich. Was rennt denn da vorne schon wieder umeinander? Ah. Siehst du das Viech davon? Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn ich da hingehe. Ah.
meiner soll. Na wirklich. Aber ich muss dorthin, ne? Na gut. Für die Erfahrungspunkte. Schauen wir mal, ob wir mit einer Watschen von dem Fische sterben tun. Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, wir hauen uns noch was rein. Ein bisschen Essen noch. Ja. Boah, alter Schwede. Hallo! Du schaust aus wie so, wie so eine Mumie. Oh Gott. Slug. Slugbeast. Ray, du darfst. Ja, da haben wir keine Meter. Ich glaube, da fliegen wir drüber. Ja, das ist ein krimineller Watschen aus Dalla. Ja, der ist nichts gut. Oh weia. Oh weia. Ich glaube, da brauchen wir einen Umweg. Yeah. Also kaum gehst einmal drei Schritt, bist du wieder am Verrecken. Das ist schrecklich. Was haben wir hier? Schwefel. Schwefel und Gold. Na, das hat das schon, wenn es wäre. Maria, das ist das nächste Viech. Das kann sie nicht wahr sein. Echt. Herr im Himmel, Arsch und Zwirn. Bleib weg, du Mistviech. Halt, was haben wir da? Einen Goldbrocken. Kommt das Viech aber schon? Ich will aber nicht. Da vorne ist auch wieder irgendwas. Ich glaube, es lässt uns in Ruhe. Da drüben haben wir das nächste Viech. Wie tun wir das speichern? Alter Schwede. Also die Gegend hier ist sehr unfreundlich. Schauen wir mal, ob wir das Viech da drüben besiegen können. Nein, können wir nicht. Okay, so das schaut, dass man es besiegen kann. Um Gottes Willen. Alter! Überall was Tickets ist umkaut, das ist echt fies. Da. Dann probieren wir halt hier hochzukommen. Da, vielleicht hilft's ja was. Ja, Auruk. So. Aber ich glaube nicht, dass es darüber geht, oder? Darauf müssten wir es, wie es ausschaut. Hm. Aha, das Viech kommt schon. Das ist auch nicht gesund für uns. Was haben wir hier eigentlich? Zigarettenstangerl und Schwefelbrocken. Schön. Gut. Dann würde ich sagen, probieren wir unser Glück hier. Vielleicht kommen wir da glückshalber rauf. Das wäre super. Alter, ohne Jetpack wäre das gar nicht vorstellbar hier. Echt. So, warten, bis er voll ist. Und dann bringen wir es mit einem Schubs hier hoch. Ich hoffe, das klappt. Heureka! Na, nicht, wenn du hängen bleibst, so wie ich. Halt. Okay. Wieder warten. Vielleicht... Ah, da ist wieder so ein Vorsprung. Da hauen wir wieder die Bienen auf. Ah, ja, ja. Okay. Das geht schon mal so weit. Dann haben wir noch mal ein kleines Stickel. Und jetzt sind wir ganz oben. Wahrscheinlich war das alles für die Fisch. Ha. Und für die Katz. Hui, hui, hui. Jawohl. Aha. Da ist wieder unser Freund, die Lava. Alter. Also das ist leicht ungesund, oder? Also auf den Todesberg sollte man nicht gehen. Der Raum ist generell ziemlich heiß. Der Raum ist wahnsinnig heiß. Ich brenne schon wieder. Hilfe! Ja. Okay, also da oben geht's nicht weiter. Das ist ganz und gar ungut. Okay. Habe ich schon gespürt, dass das herum für nichts ist. Gut. Dann brauchen wir einen anderen Weg. Ja. Dann doch irgendwie. Weißt was? Ob das noch geht, bohrt man es nochmal zurück. Vielleicht können wir wirklich irgendwie diese depperte Maschine da ausweichen. Ich kümmere mich darum. Ich hab gar nichts gemacht. Saufig, Dreck hat's echt.
Ich kann jetzt ja nicht kämpfen, ey. Alter, der Ray überlebt das sicher nicht. Hat schon Schaden genommen, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass wir dieses Viech da erledigen können. Aber andererseits kriegst du gar nicht so schlecht auf die Gosch. Ja, aber mich pickt. Das kriegt gar nicht so schlecht aufs Goschen, muss man echt sagen. Vielleicht können wir es doch noch zusammenschlagen. Ja. Vielleicht nochmal mit Quee, wenn es passt. Jawohl. Jawohl. So. Immer fester drauf. Wumps. Jawohl. Das bringen wir echt nieder. Geil. Nicht schlecht. Sauber. Vorher habe ich Angst gehabt vor dem Viech. Keine Ahnung. Ist gut gegangen. Ja, passt. Dann beenden wir hier einfach mal den Part. Und im nächsten hoffe ich, dass wir zu diesen drei Pünktchen dahin kommen. Wohl ein bisschen schwarzig, aber werden wir wohl hoffentlich irgendwie hinkriegen. Schau, Bolzen liegen da. Aha. Auch nicht schlecht. Na gut. Also dann, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja, Quack. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Oh, ein Ring der Giftresistenz. Cool. Also dann, tschüssi.